Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer neuen Folge Imperium Galactic Survival. Minias, die alte Rakete. Ich werde jetzt hier ein Stück. Hallo erstmal, Minias. Ja, guten Tag. Nee, mach ruhig. Sterbe. Ich hab ein Stück Rotfleisch gegessen. Und jetzt wieder alles gut? Perfekt. Shit, wo geht's denn hier raus? Ich habe jetzt einen riesen Aufzug. Oh, ich sehe noch ein Geschütz. Habe ich nicht gesehen. Du hast eine Lebensmittelvergiftung. Verwende ein Medikit. Machst du jetzt den Weg frei, Volksbanken? Raiffeisenbanken. Ich bin in einer Sackgasse und ich weiß nicht, wie es hier weiter rausgeht. Ich bin wie so ein Zwischenstück. Ein Schnüffelstück? Schnüsselstück. Ich mach gerade mal nur mein Inventar kurz leer, wenn ich schon mal hier bin. Hallo, guten Tag, ich bin von der GEZ. Sie haben nicht gezahlt. Okay, hier geht's wieder tiefer. Hier will ich nicht rein. Wie komme ich denn hier raus aus diesem Puff, hätte ich beinahe gesagt. 16 Meter ist mir über mir der Truppentransporter. Das heißt, es muss doch hier irgendwie rausgehen. Tja, genau. Shit. Ja, ich kann mich aber nicht durchschießen. Das ist Munitionsverschwendung par excellence. Par excellence. Ich komme. Okay, ich gehe nochmal runter und guck mal Drohnenbasis. Das ist... Warte mal, Drohnenbasis muss doch der Kern sein, oder? Ja, kann sein. Hallo. Zeig mir eine große Medikamente. Gleich zwei Geschütze. Wie mache ich das? Einmal. Das ist ja Wahnsinn, hätte ich jetzt gedacht, überlegt, ey, ich hab fast nicht seine Loch. Zweimal. Hä? Ist ein Loch? Okay. Also, ich hab auch Hunger, das ist mein Problem. Ich hätte gern was zu essen. Hallo. Hatte der Vieh eigentlich was bei? Große Minigun-Drohne. Draußen ist große Minigun-Drohne. Nee. Was, war ich im Turm drin oder was? Jetzt bin ich auf der Höhe, wo ich unser, in 128 Meter unser Schiff sehe. Wo ist denn hier? Ist der Chor hier irgendwo? Ach, hier ist raus. Hier geht's raus. Warte mal, ich komme mal zum Schiff. Ich glaube, ich fresse hier lieber ein bisschen. Okay. Okay, ich bin raus. Also, ich war oben drin. Ich war im Turm. Ich komme mal zu unserem Schiff. Macbeth. Aua. Naja, ich habe zwar jetzt nicht groß mit Apex, aber ich werde jetzt das Fleisch mir reinziehen. Wir müssen unbedingt eine Küche gibt's ja nicht für kleinen. Nee, doch, wir können. Nee. Im Constructor können wir doch Essen machen, oder nicht? Nee. In dem Überlebenskonstruktor den ersten. Da kannst du Essen drin machen, ja. Ach shit, aber die kann man nicht herstellen, ne? Korrekt. An dem normalen Constructor können wir kein Essen machen. Nee, also bin mir sicher, dass das nicht so ist. Liegt hier eine. Ja, hast recht. Hier liegt was. Für deins? Nee. Dann esse ich jetzt Fleisch, bis der Arzt kommt und hau mir dann das Medipack rein. Achso, ist dein erster Tod. Wir können natürlich alternativ hochfliegen, aber. Ne? Ja, das machen wir auch. Lieber? Besser? Würde sagen, klar. Oh, Sauerstoff ist. Ja, guck mal, es geht uns doch nicht gut, Mia. Es geht uns doch nicht gut. Nehmen wir hoch, bevor wir den Rest verlieren. Weil jetzt haben wir nichts verloren. Außer mal vielleicht unseren Stolz. Nö, davon halt noch. Glaub mal, hoch, lass mir das Ding hier... Was? Genau. Sehr gut. Flieg mal hoch. Kommst du raus? Ich komme, ja. Ich bin vorhin da raus, wo wir vorhin runtergefallen sind. Ich war im Turm, da war ich total irritiert. Oben steht übrigens ein Truppentransporter auf dem Dach. Ja, ja. Ja, dann gehen wir da hoch, gell. Ich meine, man muss ja nicht immer sterben. Einmal sterben langt ja. So, ich renne. Ich fliege. Ich springe. Soll ich mal dich abholen? Ich hol dich mal ab. Nee. Ach, übrigens. Ja. Stimmen werden laut. Ja. Das Volk. Das Volk begehrt auf? Nee, was? Ja. Das möchte, dass du dir einen Raumschiff machst. Ja, jemand hat gesagt, man kann übrigens über die Blueprints. Ja? Das Ding hier klonen. Und wieder einfügen, und, ne? Und wieder, ja, einfügen halt natürlich mit Material entsprechend, aber mit Material. Ach, das, aha. Also das war irgendwie, bisher mein Problem. Was war das? Rechte Alt O? Da, ja? Nee, warte mal, ich guck mal ganz kurz in Optionen. Prietaschen, da, Blockrotation, Objekt, Right, Alt und O. Das ist Speichern. Bibliothek wäre F6 und P ist platzieren. Warte mal, ich gucke jetzt mal das Ding hier an. Recht alt O. Ah, da steht ja, genau. Lemmy. Door. Habe ich gespeichert.
rechte Alt-Taste und O. Ah. Dann Name geben. Lemmy habe ich es jetzt genannt. Store. Okay. Und dann gehen wir hoch ins Raumschiff und bauen uns das Ding hier danach. Ach, du meinst, dann können wir Blueprint sehen und dann steht da, wie viel wir brauchen? Ja, du machst jetzt F6. What? Und dann, jetzt siehst du hier Lemmy. F6. Und hier sind auch andere Tiers noch drin. Guck mal, hier sind Eisenbahn, 800 Eisenbahn. Das ist ja super geil. Genau, 810 Eisenbahn, 330 Kupferbahn, 240 Lithiumbahn. Und dann... Ne? I don't fuck... Gesamtproduktionszeit 1 Stunde, 1 Minute. Na läuft bei uns. Challenge accepted. Na los, komm dann. Geil. Wir müssen nur... Wir müssen nur Minias da wieder drumherum gekommen, sich dann seine eigene zu machen. Ja, aber wir müssen eine gescheite Bewaffnung ranmachen. Nein, das ist super geil, finde ich das. Haben wir 2 Lemmys. Ja. Limozen quasi. Verstehst aber du? Wir müssen halt auch die Lemmys Anna, nee, wie haben sie genannt? Die Gebärda ausbauen, dass wir damit, ja, ja. Klar. Also kannst du ja nichts bauen, weil du kannst vielleicht aufs Dach von Erna bauen, Bertha. Ach, so, egal. Komm, lass uns abhauen. Ja, ist drin? Ich bin drin, ja. Nee, steht jetzt. Ey, sag mal, wir werden immer besser, kann es sein? In was? Naja, also wir sind zwar gestorben, aber nicht so hart wie sonst. Einmal. Einmal darf man. So ein kleines Sterberchen. Da ist mir ein kleiner Lapsus passiert. Was ist das eigentlich für eine Kiste an dem linken Teil von Lemmy? Da ist eine Kiste neben dem einem Steuerdüsentriebwerk. Linkes Teil von Lemmy, Steuerküssen. Na, die ist rechts nicht. Ich habe keine Ahnung, was du meinst. Es gibt ja auf der linken Seite für den praktische Bewegung nach rechts, weißt du, Seitwärtsbewegung, gibt es ein Triebwerk und zwar Höhe des Cockpits und dahinter ist noch eine Kiste. Oder ein Container. Achso, das ist ja eine ganz normale... Hast du mal einen Container über gehabt? Ja, habe ich einen Container versteckt. Sagte mir, dann das ist eine Idee, so platzsparend. Haben wir das ja natürlich geklärt. Man muss es doch heutzutage, muss man noch. Wo ist denn Heimat? Hast siehst du das Ding? Wo ist der Oleg? Oleg und Bolek. Ich sag mal, eigentlich ist er über uns, unter uns. Ist Oleg schon weg? Nee, unter uns. Jetzt nach rechts. Hinter dem Planeten ist er. Nee, müsste links hiervon sein. Ich sehe noch nicht. Flieg mal weiter. Ich sehe noch nicht, Marek. Ja? Ich ahne Böses. Nein, ist es... Mir schwant Schwänisches. Wir entfernen uns, wir entfernen uns. Zieh mal hoch. Zieh mal hoch. Da ist er. Da ist er, da. Wir entfernen uns. Wieso denn 2,7 Kilometer? Ist das Ding abgetrieben? Nö, wir sind... Haben wir so weit ausgeparkt? Ja, ich glaube ja. Außerhalb geparkt. Naja. Das ist, weil du wieder die Parkgebühren sparen wolltest in der Innenstadt. Ich wollte in der Innenstadt nicht parken. Du weißt noch, wie das ist. Das ist einfach nur Stress. Langsam. Ja, ja. Bremse. Dockst da oben drauf, oder? Willst du oben drauf docken? Du kannst doch hinten, hinter das Geschütz. Oder vorne an die Spitze? Vorne an die Spitze. Lemmy hat es verdient, vorne an der Spitze zu parken. Das ist ja Lemmy 1. Wir müssen es ja dann später auch entsprechend umbenennen. Ne, wir können ja deinen dann wieder den Schlagzeuger nennen von. Also. Bisschen vor, oder? Bisschen vor? Was? Na, es geht, es passt. Gedockt? Passt. Es ist gedockt. Angedockt, ja. Direkt, ja. V. Moment. Geschwindigkeit, Jetpack, J. F. Ausgestiegen. Hallo Mutti. Und jetzt so, gehen wir Inventar. Rein. Ich muss mal hier erstmal. Ich werde kurz das Fleisch durchbraten schon mal. Hier, weil ist noch, ich hab, hier ist noch Fleisch drin übrigens. Ich habe. Okay. Auch wenn man das Jetpack anhat und da reinfliegt, kann es sein, dass es ein bisschen schlecht wird, weil man auf der Seite liegt. Hier ist sogar noch Fleisch drin. Hast du Hunger? Ich hab, nö, ich hatte ja rohes Fleisch zum Mittag quasi. Achso, na gut, ich hab mir das gespart. Ich hab lecker Schnitzel, wir brauchen noch einen Kühlschrank. Das war. Wir haben eigentlich Jut abgesahnt. Ja, nimm mal den Stuff raus. Große Reaktoren, 20 Motoren. Wie sieht es eigentlich aus mit dem Advanced Constructor? Den müssen wir doch schnell herstellen. Den, ja, ja, kann ich herstellen. Den können wir jetzt bauen. Das soll ich uns mal einen Kühlschrank herstellen? Ja, mach ruhig. Mal Kühlschrank her. Mach ruhig. Ich lasse das Raumschiff mal an, dann kann es hier weiter
Constructen. Ne, in Advance habe ich noch nicht gelernt. Also sind noch 150 Schuss drin, die nehme ich mir mal raus, ne? 150. 50. Das Problem ist jetzt nur, Kühlschrank. Platz, ne? Ja, ich würde am liebsten. Vielleicht da hinten einfach direkt schon mal erweitern. Ne, hier hinten kann ich es in die Ecke stellen. Da. Ach so, ja. Stellen hier jetzt mal in die Ecke, da kommen wir überall ran. So, ich mache erstmal das Fleisch weg. Ja gut, wir wollten ja, du hast ja mal was gesagt, an Dicke Bertha hier noch Flügel dran basteln. Also wenn ja, wir die Flügel also dran machen, dann haben wir ja... Also stellt dir wirklich ruhig aus vor, wie wo wir drin sind, ist der untere Teil von der Enterprise. Mhm. Und dann kommen halt zweimal so an die Seiten, also nach oben hinweg für die, nennen wir es mal, Triebwerke. Ich lass mal die Küche Salami herstellen. Salami. Hast du die Steaks rausgenommen? Salamalaikumi. Ach du Scheiße. Gesundheit, so, ich geh mich mal kurz frisch machen und ein bisschen abpudern. Nach dem harten Kampf. Das irritiert hier, dieser. Und der Warpkern muss umgebaut werden, ne? Ja, da sind wir uns einig. Ja, selbstverständlich. Das kann nicht so bleiben. Aber das ist dumm da oben. Der muss da raus, dann haben wir da oben auch Platz für Küche und Gedöns. Der muss da raus. Der Warpkern muss ich weg. Ich denke, das Cockpit werden wir langfristig woanders hinhängen. Ja gut, dann können wir auch das hier unten nehmen, ne? Das ist auch ein bisschen höher hier unten. Ja. Dann können wir auch hier unten die Küche und alles einbauen. Eben, ja. Beispielsweise. Beispiel. Okay, ich bin wieder so gesund. Stromspule. Ach, fuck. Mann, ich hasse es. Also? Sarkosium-Barren. Wohin? Anderer Planet. Springen wir? Können wir springen. Wir müssen auch was anderes sehen vom Weltraum. Silikon. Kann ich da... Man kann so nicht gucken, was da drauf ist, ne? Mach mal die rechte Kiste, Waffenkiste. Shit, ey. Wir brauchen aber vorher müssen wir Munition craften. Ja. Bin ich dafür. Jetzt zieh mal einfach hier 1000 an. Ich hab 150 noch und 32, also 150. So ein bisschen habe ich schon was. 150 Millionen. 50. Ich hab's erst schon mal angesetzt jetzt und lassen wir erstmal craften. Dann können wir auch direkt mal auch, je nachdem, warte, zwei Raketenwerfer. Mike, einfach mal. Und dann können wir einfach mal weiterfliegen. Ich würde auch sagen, andere Planet nochmal angucken. Dass wir ein bisschen unsere Umgebung kennenlernen. Hier. Wenn du keinen Hunger mehr hast, packe ich jetzt in den Kühlschrank die Salami. Ne? Also mir ist lieber, wenn deine Salami im Kühlschrank ist. Und nicht obwohl ich nehme mal zwei mit. Rumbaumelt. Nehmen wir zwei mit. Baubild. So. Achso, Giftbiss habe ich aber dabei. Gegengift habe ich dabei. Ich habe kleine Medipack dabei. Großes Medipack habe ich dabei. Alles klar, passt. Dann unser. So. Baumelst du noch? Oder fliegst du schon? Nein, okay. Ja, dann fasten your seatbelts, please. Yes, I will so do so. Wohin geht's als nächstes? Geht's? Wir sind jetzt auf Cephines. Also Masperon sieht gut aus. Ist auch der nächste? Masperon. Hm? Klingt schon mal ziemlich spanisch. Nehm ich. Klingt wie Mascara. Nehm ich zwei ohne Eis. Wo ist dahinter? Ist das gut, wenn man... Ich flieg mal ein bisschen rum. Sitzt du überhaupt schon? Ja, du sitzt. Ich sitze, ja. Ich will nur mal einen Planeten rum. Ich weiß nicht, ob das wie bei... Ob es da durchgeht, meinst du? Ja, bei Pulsar. Haben wir uns das letzte Mal reingeguckt, Pulsar. Ganz kurz, haben wir nicht aufgenommen, tut uns auch leid. Aber kommt. Also, wenn, bei Gelegenheit. Was war denn das für ein Geräusch? Was war das? G. K. Ja, K. Ah, ist das heiß. Hell. Okay. Jetzt haben wir richtig Strecke gemacht hier. Ein Lichtjahr. Sieht übrigens cool aus, wenn der Raumschiff oben drauf steht. Was ich aber scheiße finde, ist dieses... Das Geschütz muss weg. Nee, nicht das Geschütz. Das Geschütz ist okay. Was scheiße ist der komische... Thruster da nach oben. Naja, das sieht schlimm aus. Aber der blockiert auch, der verhindert, dass es verrutscht. So, ich fliege jetzt mal ran, so auf 1 Kilometer, würde ich sagen, oder? Ja, mach ich.
Sag mal, die... Was ist denn hier noch so in der Nähe? Das ist nur das hier, oder? Der hat keinen Mond oder sowas. Nee, nee, sieht nicht so aus. Also ich sehe nicht gerade, guck schon... Was da Fleisch. Oben gelb? Schwefel sehen? Sag mal, waren wir hier nicht schon? Nee. Ich kann mich nicht erinnern, nee. Das ist einfach nur die dunkle Seite. Also, kann gut sein, ne? Ich möchte es jetzt nicht... Reicht, ne? Mias? Dachte, ein Kilometer? Reicht, Mias? Okay, bremse ich ab. So, ja? Ja, reicht. Warte. Ach, haben wir das Glück? So, 21, 17, 13, 07, 05. Warum 05? 0. Gut. V, F. Wieso ist die Schwerkraft weg? Wieso ist die Schwerkraft weg? Ich stehe schief. Du auch? Ja, das kannst du haben, weil du das Raumschiff schief geparkt hast wahrscheinlich, ne? Ja, aber die Schwerkraft bezieht sich aufs Raumschiff und nicht auf sonst was. Nein, das sagst du. Na gut, ab aufs Dach. Wieso kommt man hier nicht vorbei? Hier fehlt ein Aufzug. Mhm. Warum fehlt da ein Aufzug? Warum ist denn da... Ist es kaputt? Na, Digga? Ach, die Munition. Hm. Was denn? Da fehlt ein Aufzug, weil keine mehr hatte. Ach so, das Geschütz sieht Hammer aus, ne? Das sieht geil aus, ja. Sieht geil. Ein paar Schuss hat's drin. Geil. Fuck! Voll durchgefallen durch den Boden. Hast du was kaputt gemacht? Nee. Ich bin nur aus dem Geschütz ausgestiegen und hat er mich irgendwie durch den Boden gedrückt. Sitzt übrigens drin. Auch wenn er hupt. Habe ich keine Angst. Und wo befinden wir uns jetzt? Wir befinden uns aus Mascarpone. Übrigens ein PvE-Planet steht da auch. Okay. Masperon. Da ist mir übrigens noch nicht ganz klar, was das überhaupt bedeutet, weil ich meine, sind da keine Feinde? Glaube ich nicht, weil PvE heißt ja nicht, dass da keine Feinde sind. Sondern, dass man... gegen die... Ich hab mal ein bisschen repariert. Ja, PvE ist schon klar. Das ist halt... Das ist keine... Wieso sind denn eigentlich der obere Thruster so richtig und unten... Hast du unten nur Lenkdüsen dran, die drei? Ja, genau. Ah. Und, weiter? So, jetzt haben wir hier zwei Dings und zwei Bums. Machen wir erstmal so. Ich habe 329 Schuss für die Dings. Soll ich die mal teilen? Ja, aber hier fallen lassen finde ich, glaube ich, blöd. Also pack's am besten in die Kiste. Hast du eigentlich den Constructor leer gemacht hier? Ja, nee. Bis auf die Erze. Die hat crafted. Der kommt, der craftet, ja. Ja, hier jetzt habe ich 315 Schuss. Das ist ein bisschen unfair, oder? Okay, gut. Ja, warte mal, komm, ich teile noch einmal durch. Ja. Nein, dann hast du 150 und dann teilst du die Hälfte von deiner Hälfte nochmal. Ja, hier. Machen wir so. Liegt drin. 237 Schuss habe ich jetzt und du müsstest eh nicht haben. Jo, passt so. Perfekt. Gut, bin drin. Auch wenn er hupt, habe ich immer noch keine Angst, denn wir landen jetzt auf. Oder wollen wir nächste Folge? Nein, 2 Minuten. Natürlich nicht. Komm, ab auf Mascarpone. Wieso denn Mascarpone? Oder mich? Oh. Mascarpone? Mascarpone. Ja, Mascarpone. Hört gut, wie Ritz. So. Nee, nein, ich sag. Oh, grün. Okay. Hätte ich sicher erwartet. Wegen Magenta. Nee, das Magenta war der andere. Ja, zieh mal hoch die Kiste. Denk so mal. Läuft. Denn jemand hat mich getäuscht. Das sieht aber neblig aus hier. Plasmadrohne links. Plasmadrohne? Übel. Lass mal drin, ist scheiße. Halt an. Ich hab keine Raketen. Das ist doof. Okay, geklärt. Okay. Warte mal, halt an, ich steig aus. Helm? Moment, Jetpack an, ja, ist alles an. Warte, vorne ist auch direkt eine Basis, ne? Geradeaus. Mhm. Ich steig aus. Hm? Halle. Hier sind noch andere Käfer-Minias. Und zwar, wie die aussehen. Gelootet.
Wo? Haben wir keine Angst. Zeige ich dir, komm rein. Warte, Jetpack ist an. Oh, komm ich nicht, muss ich von hinten hoch, warte. Oh. Ja, ich bin gleich da. Gleich da. Bin drin. Guck mal. Siehst du? Oh. Ich muss Außenansicht machen. Mit so einem Leib, weil hinten auf Platz dann ganz viele kleine Babys rauskommen, oder? Hält auch ein bisschen was aus. Ja. Soll ich mal ausnehmen? Loot mal. Hatte. Okay. Okay. Ah, da ist noch einer. Ja, aber dann mach Claire du das und ich loote mal seine Schwester. Die sind gefährlich. Der ist unterwegs zu dir. Okay. Warte. Klär ich? Weiß ich nicht, ob du das klärst. Was haben die bei? Fleisch oder? Fleisch, irgendwas? Fleisch und Alienplasma oder sowas. Okay. Der hat nur Fleisch dabei gehabt. Alter, wie seht ihr denn aus? Das ist so eine riesen Weltraumzecke. Eklig, ne? Vor allen Dingen alle zum Grün gehalten. Mach mal einen Helm ab. Nee. Besser nicht. Besser nicht, okay. Bin schott, aber der kriegt keinen Kontrast rein in das Bild. Komm. Ich komme. Muss nur kurz hinten auf den Berg hinter dir und dann komme ich auch in das Cockpit. Au! Au! Bin drin. Hier nutzt es eine Dings, ne? Also wenn du jetzt 180 machst, dann ist das eine Basis. Wie weit ist denn hier entfernt? Okay, stopp. Lande. Nee. Was? Nee, was? Warum zuckelt das so? Nee, landen ist nicht. Ach, willst du mal die Karte gucken, ob die hier ein Sarkosium haben? Ja, I will do so. Ja, haben sie. Sarkosium. Flieg, bis Sarkosium gefunden hast. Meine Damen und Herren, ob wir Sarkosium finden oder in dem Giftnebel hier ersticken, werden sie in der nächsten Folge sehen. Bis dahin sage ich, lasst uns Daumen oben da und viel Spaß. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.